Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ETS2. Ah, letzte Folge haben wir ein paar LKW gekauft. Und eine fette Garage vor allen Dingen erstmal. Weil es auch echt langsam mal Zeit wird. Ich hab mit einer Garage ist hier überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Wir sind hier in der, weiß nicht, 89. Folge oder so gewesen. Und hat noch keine zweite Garage. Also, Firmenmanagement-mäßig Katastrophe. Aber wie gesagt, jetzt haben wir eine zweite Garage. Und auch schon zwei neue LKWs da drin. Der guten Scania. Oder passt das schon? Okay, wir fahren los. So. Und da ist wieder mit einer Menge rumfahren. Natürlich wieder Musik an. Ah. Der gute Suburban. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Wow. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, das ist die Stelle, die ich letztens meinte, ne? Hier das große Schild und erst jetzt siehst du das 50er Schild. Das ist halt schon sehr... Bitte rechts halten. Also keine Ahnung, ob das wirklich die Stelle war, aber auf jeden Fall so eine Stelle wie hier, jetzt gerade. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Heute ist es bei OBS richtig flüssig, ne? Das ist die Vorschau. Keine Ahnung. So, let's go. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Stop the way, yeah.
Straße hier ist so hell, Alter. Siehst du ja hier die Markierungen ja nicht. Kommt gerade vor wie in Amerika. Weil du teilweise auch dieses helle Beton hast. Also entweder müssen die hier Farbpigmente mit untermischen, also wie Kohle oder so untermischen, dass es vielleicht dunkler wird. Oder allgemein einfach irgendwelche Kohlenstoffelemente untermischen. Oder die sollten echt vielleicht anfangen, die Striche hier nicht weiß zu machen, sondern vielleicht schwarz zu machen. Aber wie gesagt, so erkennt halt nix. Immer geradeaus. Die Musik ist ganz schön leise, ne? Andersrum, die Musik ist ganz schön laut oder die Handbremse ist leise. Na gut, keine Ahnung. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Hier wieder genau das gleiche. Dieser Schild wirklich erst im letzten Moment. Ich hab's mir schon geahnt, ne? Deswegen hatte ich auch schon mit meinem Finger auf der F1-Taste, weil ich schon geahnt habe. Aber es ist halt wieder so, warum? So, warum? In den 3 Metern kannst du halt nicht mehr runterbremsen auf auf 50. Wetten, im Reellen wird genau in so Momenten denn so eine Speed-Kontrolle. Polizisten, Fahrzeuge dahinter stehen. Oha, du bist bei dem Schild mit 55 lang gefahren. Direkt hier Strafe und Führerschein weg.
Ernsthaft jetzt? Klaut der Huse mir einfach die Vorfahrt, und nur weil er so langsam ist und mich dann auch noch ausbremst? Ah, Mann, Mann, Mann. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Toll, die Grünfahrt schaffen wir noch. Ja. Und dann links abbiegen. Aha. Biege nach links ab. Oh, hoffentlich kommt kein Auto. Ja, war schon grün. So, wollen wir hier schön eine weite Kurve fahren. Easy. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Wir müssen nach hier wahrscheinlich, ne? Achso, ist ja der richtige Hafen, der hier angesteuert werden kann. Wow, schöne Landschaft, also schöne Szenerie mit dem dunklen Himmel und so. Let's go. Oh, schon 18 Uhr. Und wir sind wieder ein bisschen ausgeschlafen. So, dann müssen wir aber eigentlich gleich. Ne, wir hätten eigentlich gleich. Wir hätten gleich rückwärts fahren können. Wenn ich jetzt hier rückwärts reinfahre, stehe ich denn bei dem anderen Schiff dann auch rückwärts? Fragen über Fragen, ich speichere mal vorher. Nicht, dass ich jetzt gerade das Spiel breake. Denn wir müssen ja hier gleich mit dem Schiff bleiben. Ist ja das gleiche Schiff. Also zumindest der gleiche Hafen. So, und wir müssen jetzt noch da. Nein, noch da. So, sind wir wieder komplett ausgepennt. Und mitten in der Nacht. Mit also einer Nachtfahrt. Und war ja irgendwo klar. Aber hey, wir sind auf unserer kleinen Insel. Da war schön hell die ganze Zeit. Schöne Tagfahrt. Easy. Und es pisst auch noch. Oh mein Gott. Es ist so am Morgen. Sehr schön. Aber es pisst halt. Aber wir stehen richtig rum. Hatte schon die Befürchtung, dass wir jetzt falsch rum hier stehen. Ich meine, gut, wir hätten hier doch relativ gut wenden können. Ne? Wow. Gewittilein. Sehr schnieke. Okay. Biege nach rechts ab.
Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nun diese Ausfahrt. Okay, also Licht bringt gar nichts. Gut zu wissen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Bitte links halten. Schon sind es bloß noch 1200 Kilometer. Nice. Barcelona. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Wenn ich gerade frage, warum ich das mache, davon ist ein Güterzug. Oh, schon wieder weg. Weil wir... Oh, sieht man jetzt gerade gar nicht. Diese kleine Ausfahrt, die man hier sieht, dieser ganz hier in der Ecke. Da ganz, ganz so in der Ecke. Da ist doch bei uns grau. Und damit wir diesen ganz kleinen Zipfel auch noch als befahren markiert bekommen. Falsch jetzt hier lang. Macht wenig Sinn, ich weiß. Aua. Aber ist schön. Ja, genau dieser Rechtsabbieger-Ding. Genau das Ding hier. Das ist halt grau. Und das wohnt mich. Das kann nicht sein. Hat wir unsere LKW schon repariert gehabt? Ne, habe ich immer noch nicht repariert. Jetzt haben wir 8% Schaden wie den kleinen Unfall gerade eben und 8% Reifen schon. Ja, egal. Solange wie der LKW fährt, fährt er, ne? Lol. Sieht ein bisschen verbeult aus. Oh, der Ring hört auf. Wow. Da habe ich gerade extra hier ASMR
Ein bisschen Ambiente und so. Aber jetzt hört der Ring schon auf. So viel zum Thema Ambiente. Boah, Alter. Bonnie. Was ist los mit dir? So. Aus mit die kackrigen Scheibenwischer. Scheibenwischer. Ja. Das Wort Regen kommt da gar nicht mit vor. Und da vorne das Maut. Ah, leck mich doch. So, wo ist denn gelb? Ich sehe keine Farben. Oh mein Gott, ich bin farbblind geworden. Okay, ich glaube, wir können hier durch. Geh auf, geh auf, geh auf. Ja. Kommt sie vorbei, schneller. Mir ist bei mal aufgefallen, dass der Autopilot, der Cruise Control gar nicht so stark anzieht oder nicht so die Gänge so effizient schaltet, wie wenn man selber, also wie so ein LKW normal fährt. Weil jetzt gerade bei meinem privaten Spielstand, wo mein LKW ja irgendwie 750 PS hat, und ich mit dem kleinen Aufleger gefahren bin, da war es ja so, dass er ja effizient schaltet. Das heißt zum Beispiel, ich schalte irgendwann, also ja, wenn ich halt beschleunige, schalte ich irgendwann in den 10. Gang, gehe dann in den relativ hohen Drehzahlbereich und erst dann schaltet er um in den 12. Gang. Der 11. wird also komplett übersprungen jedes Mal. Und wenn ich aber mit Cruise Control fahre, also jetzt zum Beispiel 50 fahre und dann die Cruise Control wieder einschalte und die auf 90 steht, dann beschleunigt er ja auch. Und da macht er aber so ein zögerliches Schalten. Das heißt, er versucht mit dem Drehzahlbereich immer im grünen Bereich zu bleiben. Und schaltet deswegen vom 10. Bereich schon relativ früh, schon in den 11. Lässt den durchlaufen und erst dann in den 12. Ist mir letztens mal so ein bisschen aufgefallen. Dass die da verschiedene Schaltverhalten haben für Cruise Control und normales. Also mit Gaspedal beschleunigen quasi. Was ich persönlich ja nicht gedacht hätte. Also ich hätte einfach gedacht, die greifen beide auf die gleiche Automatik drauf zu. Und gut ist. Aber nö. Dem scheint nicht so zu sein. Tja, jetzt haben wir echt die ganze Zeit am schönen Tag, ne? Die Nacht haben wir komplett überpennt im Boot. Im Schiff. In der Kajüte. Ich finde es immer witzig, wie es hier so ganz kurz weiß immer aufblitzt. Weil hier irgendwie so das Namensschild immer durchblitzt. Ganz so eine Pixelreihe. Da jetzt. Bitte links. Sieht irgendwie witzig aus. Oh, wir müssen, by the way. Da kommt sie vorbei, sie vorbei. Oh mein Gott. Was ein Opfer. Und da vorne kommt schon wieder Maut. Oder Zoll. Oder alles. Ja, ist natürlich hier, was das angeht, ist das hier echt ein Drecksgebiet. Jetzt überall. Ah, nee, ist der letzte Zollposten. Genau, hier hinten haben wir relativ wenig. Hier die ganze Strecke auch über scheinbar. Ja, die sieht gut aus. Ist nur hier vorne. Aber wo halt extrem viel ist, ist hier oben. Hier ist halt massig. Ja, wenn du hier oben lang fährst, ne, wie gesagt, privat bin ich ja bei meiner Genf-Station. Wenn ich von da aus dahin fahre, sieht man hier, dann fahre ich die Hauptstraße lang.
Maut. So, what? Und hier geht's denn wieder einigermaßen? Und hier hinten ist auch wieder alles voller Maut. So, warum? Ich meine, hier die gesamte Stadt hier, ne? Um Madrid herum, alles normal. Aber hier ist halt so massenhaft. Und hier ist halt so massenhaft. Ich meine, okay, hier kann ich verstehen, hier ist ein vier Hafen vielleicht, okay. Dann aber wiederum wäre die Frage, warum ist hier nicht? Weil hier geht es ja auch zum Hafen. Ne? Also wenn es hafenbedingt wäre, dann müsste hier genauso viel Zoll sein. Aber nein, nur hier. Und vor allen Dingen halt hier massenhaft. So, warum? Ist da irgendwas, so eine Grenze zwischen dem Land? Ich dachte, das ist hier alles, was immer das für ein Land ist. Ja, also, ich meine, wie gesagt, wir finden jetzt ein Glück, eine Strecke, die einigermaßen übersichtlich ist. Ist jetzt hier, so wie ich gerade gesehen habe, die letzte Mautstation auf der Strecke. Aber gerade bei dem Gebiet, bei dem Teil der Welt, kann es halt auch ganz anders kommen. Deswegen bewege ich mich eigentlich eher super ungern im Osten. Im Westen. Weil, ja, das ist halt. Zum einen ist halt, ne, Great Britain Bullshit im Westen. Also eher so im nördlichen Westen, ja, aber westlichen Norden? Nördlichen Westen liegt besser. Hey, hier bin ich. Weg da. Und zum anderen halt, wie gesagt, hier. Ist das. Ist nicht Paris, oder? Nein, ist nicht Paris. Wo sieht man das eigentlich? Welcher LKW-Händler gehe? Spanien. Ach doch, ist hier doch ein separates Land. Ist Portugal schon. Okay, dann kannst du darin, dass er so viel Zoll ist. Hier ist Frankreich. Okay, ich dachte, das ist auch noch Frankreich. Ah, aber nee, Frankreich ist ja hier oben. Mit Paris irgendwo. Warum immer Paris ist. Ja, sorry, Geografie und so. Ach da, Paris. Geografie ist nicht so meins, sorry. Gut. Aber ich meine, sind das beides EU-Länder? Also Frankreich ist auf jeden Fall EU-Land, das weiß ich. Aber bei Spanien? Weil wenn das kein EU-Land mehr ist, dann könnte das zumindest hier die ganzen Zollstationen erklären. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ne, muss man aufpassen, wenn man die Strecken raussucht, muss man hier viel Geduld mitbringen, weil hier sind halt, an der Stelle sind halt Massen. Genauso wie halt hier Massen von Zollstationen sind. Es ist wirklich nicht schön. Weil wenn du alle 3 Meter stehen bleiben musst und das 11 Mal direkt hintereinander, dann geht's halt irgendwann einfach auf den Sack. So, den überholen wir mal hier mit Schmackes. Diesen Brummbär. Der guckt halt echt so. Holt mich hier raus. Ich bin ein Star. Ah, da haben wir diesen Dreckskrall überholt. Ha! So muss sein. Wie gesagt, der einzige Vorteil, den man hat, ist, dass man hier in dem westlichen Teil von Europa zumindest meistens mit 90 fahren kann. Während ja so der Mitteleuropa und so der östliche Teil ja eher so 80er Bereich immer ist. Wow, der LKW wird aber ganz schon weit links. Der klebt da quasi an der Leitplanke. Was ist mit dem los? Warum waren die alle so langsam? Hey Leute, wir können 90, was ist los mit euch? Gut, das ist ein MRL, der kann wahrscheinlich gar nicht schneller. Der hinter uns war ja Mercedes. Also, jetzt beschleunige ich da. Ah, genau, lass mal schön rückfallen hier. Dankeschön. Aha. Ich habe gerade überlegt, ne, eigentlich wäre es ja geil, wenn es so ist, dass wenn man halt überholt, die LKWs halt nicht beschleunigen,
Aber wäre natürlich die Frage, wie man das implementieren möchte. Ich meine, im Echten ist klar, wenn ein LKW neben dir dran vorbeizieht. Obwohl, doch, könnte man auch relativ gut implementieren. Weil ich meine, LKW sind ja LKWs. Die kann man einfach mit einem Flag versetzen. Ein Fahrzeug ist LKW oder ein Zug. Oh. Fahren genauso schnell wie der Zug. Wow. Aber gleich ist der Zug weg. Oh. Oh, weg ist er. Hab gerade geguckt, ob ihr den Zug überhaupt noch seht, aber der ist gerade so unter meiner Kamera gewesen. Was soll ich gerade sagen? Na genau, in dem Moment muss er, ich meine, die Fahrzeuge registrieren ja, wo man selber ist oder auch für andere Fahrzeugteilnehmer sind. Und wenn er halt links von einem ist, also andersrum, wenn aus Sicht der NPCs links von einem auch noch ein anderer LKW-NPC langfährt, dass man dann nicht mehr beschleunigt oder sich sogar ein bisschen fallen lässt oder so. Das dürfte gar nicht so schwer zu implementieren sein. Würde ich jetzt aus dem Blauen heraus sagen. Weil eben, im Echten macht es ja genauso. Wenn links den LKW vorbeizieht, dann wird man selber als LKW-Fahrer nicht unbedingt beschleunigen. Das wäre dumm. Machen es zwar manche, aber das sind auch Arschlöcher. Durch und durch. Alter, selbst 90 kommt einen halt ultra langsam vor hier. Oh mein Gott, bin ich froh, wenn wir wieder ATS spielen. Das fühlt sich hier alles so ultra entschleunigt an. Wir tuckern hier quasi die Autobahn lang. Und da vorne holen wir schon wieder auf. Die fahren also schon wieder super langsam. Was ist denn vorne los? Achso, Wohnwagen. Kann der Wohnwagen nur 50 oder was? Naja. Ich wünschte, das würde mal langsam mal hier irgendwie eine Parktasche oder sowas kommen, ne? Naja. Ich hätte halt direkt hier parken sollen, ne? Das würde hier kein gutes Ende mehr nehmen. Weil hier kommt nirgendwo mehr eine Parktasche oder so. Okidoki. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann.